Welch ein finsterer Hinterhof. Aber inzwischen weiß ich ja, wo welche sind. Deswegen macht mir das nicht mehr so viel Angst. Hast du Angst alleine? Ein bisschen windig. Hallo. Wir sind wieder unterwegs mit dem Boot. Robert möchte noch mal tauchen, bevor es wieder nach Hause geht. Und mal sehen, vielleicht werde ich ein bisschen schnorcheln. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall haben wir wieder ein anderes Boot. Und wir haben hier so eine geile Sonnenterrasse. Mit so einem herrlichen Ausblick. Ist das nicht geil? Und hier mit Titanic-Einstieg. Geil, Corinna hat sogar eine Steckdose für ihr Tablet. Ja, ich habe nämlich jetzt mein Buch über Hatschepsut zu Ende gelesen. Oder fast zu Ende gelesen. Ich werde es wahrscheinlich hier auf dem Buch zu Ende lesen. Und dann habe ich keinen Lesestoff mehr. Deswegen musste ich das Tablet mitnehmen. Aber wie es immer bei mir so ist, natürlich war es nicht geladen. Und jetzt hat Robert gesagt, da gibt es bestimmt eine Steckdose. Und jetzt habe ich heute wieder richtig viel Lesestoff. Hast du hier schon die Kabine gesehen? Ja. Wenn wir demnächst auf Tauchsafari fahren, dann haben wir hier eine Schlafkabine. Oder wenn du wieder seekrank wirst. Ja, nach einer Woche gewöhnt man sich ja daran. Ich habe eine Idee, ich mache mal einen Dive Master oder Instructor und dann arbeite ich hier als Tauchlehrer und dann bleiben wir hier so lange, wie wir lustig sind. Ja, das finde ich. Ah, und diese Schiffe hier, die sind richtig geil. Erstmal sehen sie gut aus, sind funktionsmäßig und das Tolle daran ist, die sind selbst gebaut. Ja, also es gibt hier eine also das ist nicht Plastik oder so Kunststoff oder so, das ist alles aus Holz gebaut. Und die bauen die hier in der Werft in Hurghada. Das sind ägyptische Tischler, Schiffsbauer, die bauen die Schiffe selber. Warum wird da eigentlich keine Ausflugkennen angeboten? Keine Ahnung. Ist aber zu individuell. Wenn du das möchtest, mal fahren sie bestimmt mit dir hin. In Ägypten wird dir ja alles möglich gemacht. Für Geld kannst du alle. Du kannst bestimmt fragen, ob du es angucken darfst, wenn du willst. Kein Problem. Alles, guckt euch das mal an. Gibt's hier Sonnendecks? Oh yeah. Hier ist der Platz vom Chef. Ein schöner Traum. Roberto Gaisini wäre gar nichts gegen mich. Ja, dann gibt es hier diverse Sonnendecks und Sonnenplätze. Habe ich schon gesagt, da kann man ein bisschen Titanic spielen da vorne. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist, wenn man da runter guckt, was da ist. Da so. Muss mal gucken, Corinna. Das Wrack? Guck mal, was da ist. Das Wrack oder wie? Da. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Ach, das war. Beunruhigt dich das nicht? Hier gibt es ein Männer. Mach nur Spaß. Ja, jetzt guckt euch mal hier unsere Suite an. Hier. Kleine Luxus-Suite. Abgeschlossen. Oder ist gerade jemand auf Klo? Nicht schlecht, ne? Alle guten Dinge sind drei. So ein gutes Schiff hatten wir in dem Urlaub noch nie. Damit der Robi nicht seekrank wird. Schon mal ganz fleißig für den Druckausgleich. Die hat sich gerade zu einem Schnuppertauchen überreden lassen. Yay. War ein bisschen mehr als Schnorcheln. Pressluftschnuppern. Es wurde 20 Euro auch haben. Also 10 Euro Schnorcheln ja. Und 20 Euro fürs Schnuppertauchen. Sag ich, hä?
Das kostet so viel wie tauchen? Ja, okay, also fürs Steuern halt so 10 Meter, dann gibst du noch 5 Euro mehr. So, ja, okay, das ist in Ordnung. Brauchst nicht aufgeregt sein, Maus. Und willst du auch die Kamera mitnehmen? Nein. Ich will einfach nur versuchen, nicht in Panik zu geraten. Bleib ganz entspannt. Und den Druckausgleich hinzubekommen. Machst du schon. Und der Ägypter macht ein paar Fotos und die kann man dann kaufen, oder wie? Ja, das würde irgendwie nochmal 10 Euro extra kosten. Ja, mach das doch. Das ist vielleicht eine schöne Erinnerung. Sind wir mal alle sehr gespannt auf deinen Schnuppertauchen. Ja. Volle Kraft voraus, Gifthorninsel. Die Aufregung steigt. Schnuppertauchen für Corinna. Aber denk dran, ne? Pressluft macht süchtig, Corinna. Ah, du machst einen Tauchschein dann auch noch. Ich hätte mal Bock, da ins Innenriff reinzuschnorcheln. Ich weiß nicht, ob man da reinkommt oder ob das zu flach ist, ne? Das sieht aus, als ob da ein Durchgang wäre. Ja, aber sieht ziemlich flach aus. Na, geht's gleich los? Ich weiß, ja. Der erste Tauchgang ihres Lebens steht unmittelbar bevor. Hallo, Corinna. Uiuiuiui, oh Gott, ich war so aufgeregt. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt geht's unter Wasser. Das erste Mal nach langen, langen Jahren und Probieren habe ich mich endlich gewagt. Ja, hier sind wir noch in den ersten Vorbereitungen. Ich hatte noch Wasser in der Brille und es war ja alles neu und ungewohnt. Ich hänge da auch noch in den ersten Minuten noch wie ein Sack einfach runter. Und man sieht, nach und nach werde ich dann auch langsam die Schwimmbewegungen wieder aufnehmen. Ja, ich hatte meinen Guide, der hat mich ja auch festgehalten. Also ich konnte mich voll und ganz zurücklehnen und einfach die Unterwasserwelt genießen. Er hat mich geführt, er hat mich gehalten, er hat mir gezeigt, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Das sind ja kleine Nemos, die er mir dann auch noch zeigen wollte. Hat immer gezeigt, was kann ich anfassen, was nicht. Was man ja eigentlich nicht tun sollte, aber falls man doch mal etwas berührt, wo wäre es gefährlich und wo braucht man keine Angst haben, dass was passiert. Ja, nun wollte er dann mir den Nemo noch besonders präsentieren und ihn da aus seiner Anemone rauslocken. Und dann ging es auch schon weiter, weil ich wusste nicht so genau, was er von mir wollte. Und dann sind wir auch schon fertig. Das war's. Der erste Tauchgang ist vollbracht. Es war toll. Da sieht aber jemand begeistert aus. Ja, das ist aber komisch, wenn das Wasser aushält. Na, hat's dir gefallen? Nee. War schön? Ja. Und jetzt machst du einen Tauchschein? Aber ich hatte auch Probleme mit dem Druckausgleich. Ja, gut, am Anfang. Schönen Clownsfisch hast du gesehen, habe ich so große Papageienfische gesehen und ja, Clownsfische haben wir ein bisschen versucht zu streicheln. Kalt ist mir jetzt. Ja, war echt schön. Echt. Die ganzen Fische um einen drum herum. Man hat sie jetzt nicht nur von oben gesehen, sondern sie waren um einen herum. Du warst einer von ihnen sozusagen. Ja. Jetzt bin ich dran mit meinem Tauchgang. Ich hatte einen Guide für mich ganz alleine. Das war der gute Arthur und es war wirklich schön, da zu tauchen. Corinna, wenn du jetzt diese Bilder siehst, bekommst du dann Lust, auch einen Tauchschein zu machen? Ja, es wird auf jeden Fall nicht mein letzter Tauchgang gewesen sein, nachdem man jetzt einmal das so überwunden hat und gemerkt hat, oh, es ist gar nicht schlimm, man muss nur wissen, worauf man zu achten hat. Habe ich ja festgestellt, dass das schön ist, dass es Spaß bringt und es wird nicht mein letztes Mal gewesen sein. Guck dir diese Vielfalt mal an und diese tollen Formationen, die man da unter Wasser sehen kann. Und in Ägypten ist es wirklich erschwinglich zu tauchen. Und warum nicht? Im nächsten Ägyptenurlaub
der kommt bestimmt und dann macht Corinna einen Tauchschein. Ja, oder erstmal nochmal schnuppertauchen, dass ich mich noch weiter dran gewöhnen kann. Jetzt guckt euch mal diese Muräne da an. Die hat eine Zahnbürste, eine biologische Zahnbürste. Die könnte man zur Not auch aufessen, wenn man sie nicht mehr braucht. Sehr umweltfreundlich. Und? Oh, guck mal, wie er sich. Jetzt verschluckt er sich. Achtung. Und nochmal in Zeitlupe. Upp. Der hat bestimmt ein Gaumenzäpfchen gekitzelt. Ah, jetzt auch diese Korallen und die Artenvielfalt da, einfach toll. Wenn immer Leute erzählen, ja, in Hogala ist alles tot und so, ey, das ist natürlich Masse Alarm und so, da gibt's, waren wir auch schon, da gibt's vielleicht vom Strand aus und noch einiges mehr zu sehen, aber in Hogala gibt's auch tolle Tauchplätze und tolle Sachen, auch zum Schnorcheln, auch vom Strand aus. Ja, dieser Rochen, der war auch was ganz Besonderes. Scheinbar haben ihn irgendwie an seiner Futterstelle oder so gestört und er hat dann zweimal uns umrundet, bis er dann festgestellt hat, wir sind keine Gefahr. Ja, und dann hat er sich einfach neben uns wieder niedergelassen und hat sich gar nicht stören lassen, hat weitergefressen. Ja, und wir konnten ihn dann ganz gechillt dabei beobachten. Also das war auch eine tolle Erfahrung, den Blaupunktrochen von so dichten zu sehen. Guten Appetit! Das war das Boot. Und darunter war ein großer Schwarm. Die haben schon alle auf Futter gewartet. Eine Mupfel. Der Mond geht auf und die Sonne und die Sterne. Oh gut, die sind aber jetzt vielleicht nicht unter Wasser so. Dafür sehen wir hier so viele tolle Fische. Und ich habe ja mich lange damit gerungen, überhaupt mal zu tauchen. Und habe es jetzt fast bereut, dass ich es jetzt erst ausprobiert habe. Ich hatte einen super Guide, der so ruhig war und so eine entspannende Ausstrahlung hatte, dass das war ganz spontan, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt probiere ich es doch aus. Und ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Corinna wollte an dem Tag ja eigentlich nur schnorcheln. Dann hat er gefragt, willst du nicht Schnuppertauchen machen? Und das hätte ich jetzt, was ihr hier gerade seht, alles nicht gesehen, wenn ich nicht mitgetaucht wäre. Ich will immer schnorcheln sagen oder schnuppern sagen. Schnuppertauchen. Ich schnupper mal. Ja, und dann geht der Tauchgang schon wieder zu Ende. Und dann schlafen, ne, Corinna? Oder wie? Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wann ich wieder dran bin. Heute sind sie aber besser organisiert. Oh, heute ist ein bisschen größeres Buffet wie letztes Mal, ne? Ja. Hier die Küche, da haben die das alles gezaubert. Oh, Aubergine. Dankeschön. So, na, das sieht doch lecker aus. Bist du stolz auf mich? Ich bin stolz auf dich, dass du es endlich geschafft hast. So, guten Appetit. Guten Appetit. Die strahlt aber. Ich bin so müde. We change the place. Ja. Wenn seiner kein Jump from the rooftop into the water. Ah, ist auch echt schön hier, ne? Du? Gifttuninsel? Ja. Guten Morgen. Pressluft macht müde. Ich bin sowieso schon immer so müde, ne? Du musst mich abends immer schön wach schütteln. Wir werden den zweiten Tauchgang auch hier bei der Gifthorninsel machen. Drehen jetzt aber noch mal ein kleines Stück, dass wir noch mal bis in eine andere Stelle zu fassen kriegen. Stell dich nicht so an, das ist noch nicht hoch. Aber Kopfsprung, ne? Nee. 3, 2, 1.
Und los! Ja, jetzt geht's gleich wieder los. Wir legen gerade an. Da heißt es wieder abgetaucht. Kaum mit dem Kopf unter Wasser umkreiste uns auch schon ein Napoleonfisch in der Hoffnung auf Eier, weil er leider oft gefüttert wird von unseriösen Tauchern. Und hier sehen wir den berühmten Clownsfisch wieder mal. Die waren ganz erpicht darauf, ihre Anemone zu verteidigen. Hier sehen wir eine Muräne. Wir waren ja bei der kleinen Gifthorninsel und da gibt es wirklich viele Muränen, Steinfische und nochmal Muränen und nochmal Muränen und nochmal Muränen. Also da habe ich wirklich 5 oder 6 Muränen pro Tauchgang gesehen. Hier nochmal Nemo mit einer etwas anderen Färbung. Hier sehen wir eine Gesteinsformation, die hat mich so ein bisschen an einen Obelisk erinnert. Ein Obelisk unter Wasser, auch nicht schlecht. Ja, vielleicht ist das ja ein Obelisk und der ist damals beim Transport ins Wasser geplumpst. Und ihr habt ihn jetzt entdeckt. Ja, auch hier immer diese Korallenformationen. Also die finde ich wirklich besonders hübsch. Da gibt es so tolle Formen und Fächer und was es nicht alles gibt an Korallen. Ich bin mehr für Fische. Klein und bunt und groß und bunt. Aber nicht zu groß, ne? Dann kriegst du Angst. Ja, nee, also wenn er das Auge größer ist als der Fisch, habe ich Angst. Was findet ihr besser, Fische oder Korallen? Oder viele kleine bunte Fische oder lieber ein paar große Fische? Ja, ein ganz besonderes, hübsches Kerlchen. Die Muräne, die musst du jetzt auch noch drinnen lassen. Die konnte ich nicht rausschneiden. Was hat die denn da für einen grauen Sauer da am Kinn? Hallo. Und wie war dein zweiter Schnuppertauchgang? Ja, der war auch sehr gut. Also von den Fischen und von den Korallen her noch besser. Aber ich hatte diesmal mehr Probleme, Druckausgleich auf dem rechten Ohr zu machen. Ich war auch eine Zeit lang taub, als ich aufs Schiff gekommen bin. Konnte nichts hören. Jetzt geht's wieder. Aber ich habe es nicht hinbekommen und der Guide. Hallo? Hier bin ich. Hallo? Und der Guide hat auch versucht, mit mir das zu machen. Aber mussten 3-4 Mal nochmal ein bisschen höher tauchen, bis das wieder gut war, dann wieder runter. Und es hat nicht ganz geklappt, aber es hat gereicht zum Tauchen. Ja, okay, mein Tauchgang war auch schön. Viele Muränen. Ja, 2 habe ich auch gesehen. Nemo-Fische, ja. Napoleon-Fisch. Echt? Ja. Echt? Aber so richtig großen? Ich habe mal einen Fisch gesehen, der hatte so ein großes Auge. Da hatte ich schon Angst. Und dann sollte ich mit dem fotografiert werden, aber ich hatte so Angst, weil die waren auch so dicht bei den Korallen dran. Und ich habe immer Angst, dass ich da was kaputt mache. Oh, ich wollen wir nochmal springen? Wenn du willst, spring gerne. Ich film dich. Spring. Ja, ich spring. Corinna, spring. Ja, ich aber wenn die Kamera dabei ist. Hast du Angst, dass du wegwiehst oder was? Ja. Ich muss auch mein Bikini muss ich festhalten. Ich bin jetzt schon 3-mal gesprungen, ne? Aber jedes Mal ist es wieder so ein Kitzel, so ein Nervenkitzel. Ich bin 1-mal gesprungen. Okay, 1, 2. Ganz schön hoch. Geil, ne? Macht Spaß. Das macht Spaß. Sprung Nummer 4. Drei davon haben wir auf Video. Und diesmal? Ja, dann spring. Ja, mit Kamera habe ich Angst. Guck in die Kamera. Du musst immer beim Fallen in die Kamera gucken.
Schiff hat einen neuen Kapitän. Hallo. Captain Flint. Ah, German. Hallo. Hallo. Pirat. Hallo. What's your name? Mohammed. 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 Hallo, Mohammed. Hallo, Habibi. Thank you. Siddiqui. 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 Sadiqi. Friend. Sadiqi or Sadiqi? Sadiqi. Sadiqi. Or Sahbi. 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 Friend. Sadiqi Sahbi. Sahbi. Ah. Okay. Yeah. Hey. What do you mean? It's okay to make a video? Okay. For YouTube? For YouTube? So what? Yeah. What's all in the hair? Alla tur, alla tur. Aha, das war das heißt. Okay. Ah, schwer. Guck, jetzt lenkt er rum. Stopp. Okay. Yeah. Das ist die falsche Richtung. Ich steuere direkt auf ein Boot zu. Es funktioniert. Ärger. Na, stopp. Okay. Du Süßwassermatrose! Ahoi, Matrose! Ergein! Aha, immer so extra. Wenn jetzt ein schlecht wird, wissen wir warum. Okay. Wunderschön. Willst du auch mal lenken? Nö, ich nicht. Komm ich nicht. Ganz einfach. Immer nur drehen, bis es. Ja, ich weiß doch. Ich weiß doch. Na, wie ist das, so ein großes Schiff zu steuern? Ja, sehr verantwortungsvoll. Und demnächst dann die AIDA oder was? Nein, unsere eigene Privatjacht. Roberto Gaisini. Nee, wie heißt die? Indigo Star? Ja, machen unsere eigene Schiff. Oh, ist das geil. Genau deswegen wollte ich das machen. Weil das so schön ist. Das Tauchen, der ganze Blödsinn drumherum, das Essen. Frauen mit Menstruation sollten ja lieber nicht tauchen gehen, wegen den Haien, ne? Die können ja einen Tropfen Blut auf Kilometer Entfernung riechen. Frisches Blut, das ist ja kein frisches. Ah, die können auch unterscheiden zwischen Fischblut und Menschenblut. Menschenblut sehen die gar nicht als Beute an. Ja, wo kann man schon so viel erleben für so wenig Geld, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und wir sehen uns. Bis bald. Tschüssi.